Hallo Rambas, schön, dass ihr wieder am Start seid bei diesem Replay vom T30 bei World of Tanks, gespielt von Texas Egg und die Karte Siegfriedlinie in der Standardversion. Er hat hier mit seinem 9er natürlich Glück, dass er hier in dieses 9er, 8er, 7er Gefecht gekommen ist. Und ja, der T30, der lebt natürlich ein bisschen von seiner wirklich... Oh, schön, dass er den Schnorchel so nach unten sieht. Da sieht man auch mal die Gun Depression. Aber er lebt natürlich sonst von seiner wirklich sehr guten, brauchbaren Kanone. Man sieht Durchschlag 276 und 320 mit Premium und dabei 750 Schaden. Ja, da würde ich sagen, da kann man dem Gegner schon mal ordentlich eine klatschen. Und jetzt schauen wir mal, wie er sich hier so anstellt. Für einen TD ist es auch einer der Panzer... Oh, was zoomt er denn da rum? Für einen TD ist es auch einer der Panzer, der ja auch gefahren werden kann wie ein klassischer Heavy. Also der ist eben, obwohl er hier mit Tarnnetz und Fernrohr ausgerüstet ist, eigentlich jetzt eben nicht so der, der hinten stehen muss, hinten snipen muss. Natürlich hat er das auch seinem drehbaren Turm zu verdanken, dass er eben nicht irgendwie da sehr immobil ist dadurch, sondern dass er damit dementsprechend was anfangen kann. So, da ist ein Type 4. Das ist jetzt übrigens auch wieder genauso, wie er spielt, also seine Ansicht. Man merkt schon, er ist viel am Zoomen, viel am Gucken. Hat überall gefühlt die Augen, also er ist sehr aufmerksam. Das kann man schon mal ganz klar feststellen. Ja, der Panther kriegt da natürlich schnell eine mit. Jetzt bekommt er von der Seite einen, aber er ist schon im Rückwärtsfahren. Da passt das schon auf. So, jetzt auf den Tiger da drüben. Ein Emin dauert lange, wie man sieht. Aber wenn, dann verschießt er scheinbar. Der war daneben, habe ich so das Gefühl. Weil eigentlich hätte der schon weg sein können. Jetzt hat der T20 den Tiger zerstört. Sehen wir ja am Ende, ob er den denn getroffen hat oder nicht. So... Super Pershing, ja, der ist schnell weg. Die 300 Hitpoints, gar kein Problem natürlich für ihn. Jetzt kommt der M103, der will da ein bisschen offensiver fahren, da schließt er sich dem gleich an. Links ist einiges an Gegnern, aber auf keinen, wo er jetzt gerade aktuell drauf kommt. Und das, was er jetzt macht, hatte ich mir fast gedacht, dass er da den Weg nimmt. Oder er will sich den T32 holen. Der hat noch schön viel Hitpoints. Ja, jetzt hat er schön viel weniger. Also die Kanone ist wirklich super. Wurde da jetzt gekettet, hat direkt repariert. Und nachdem die Nachladezeit jetzt rum ist, kann er wieder offensiver spielen und mit dem nächsten Schuss den auch dann zerstören. Ja. Nimmt den raus. Ganz easy peasy. ...7:6 steht's, also von dem her beide Teams noch sehr auf Augenhöhe. Jetzt kommt da vorne der CDC. Ah, da leider zu lange mit dem Ein-M wieder gebraucht. Das ist halt da der Nachteil, aber jetzt dürfte er gleich den IS-3 da bekommen. Schwieriger Schuss. Traut er sich scheinbar gar nicht. Hätte ich gemacht. Einen fangen und dafür eine schöne 700er Kelle geben, finde ich einen guten Tausch. So, jetzt kommt aber drauf. Ja. Der sitzt 699 und plötzlich hat er nur noch 200 Hitpoints. Ja, so schnell kann es gehen. Der Komet trifft ihn jetzt auch noch einmal, aber naja, einmal kann er sich gut erlauben. 7:8 steht es für den Gegner aktuell. Ist die Frage, bleibt er jetzt da links oder fährt er rechts? 7:9 sogar. Ah, ja, er will jetzt praktisch ein bisschen umfahren, hier auch mal von den Massen wegkommen. 7:10. Ja, langsam wird es klar Richtung Gegner.
Das Momentum spricht für sie. Jetzt hat er da einen CDC-Frack. Und da ein... Ja, schön. Der macht mal 750 Aua. Da hat der Type 61 aber ganz schnell mal eine mitbekommen. Jetzt dreht er wieder um, weil von da ist er jetzt offen. Jetzt kommt der CDC. Ja. Der ist ganz schnell mal aus dem Spiel rausgenommen. Die Lorraine, die könnte gefährlich werden. Er schreibt der CDC auch O. 9 zu 11. Immer noch für den Gegner. So, jetzt hat er gleich nachgeladen und dann ist er deutlich gefährlicher für die Lorraine aber. Also es ist auch wirklich so eine Reihe, die ich mir durchaus selber auch gut vorstellen könnte zum Zocken. Weil der T30 einfach ein toller Panzer ist. So, der, da kommt er gut auf den Type 4 von hinten drauf, der ihn dann auch noch schön die Seite anbietet. 11 zu 12, nach einem Kill, da macht er seinen Krieger klar. Drei Gegner noch am Start, also Krieger ist gut möglich. Theoretisch machbar wäre auch die Radley Walters, aber die wird natürlich schwieriger. Da ist die Lorraine. Alter, schöner Schuss. Den hat er aber mal mächtig rausgenommen. Da hat die Lorraine aber amazing. Ja, ich glaube nicht so damit gerechnet, auch dass er sich da umgedreht hat. Jetzt ist noch der Rheinmetall, der war zuletzt irgendwo da draußen gespottet, wenn ich mich da richtig entsinne. Also zuletzt irgendwo auf dem Feld gesehen, wird ihm auch angepinkt. Und der Komet noch. Also das heißt, wenn er beide Kills jetzt macht, ist es der Sieg und dementsprechend dann seine Radley Walters. Da ist er. Jetzt hat er Zeit zum Einaimen. Ein Schuss, dann ist er auch zerstört. Ja. Sehr, sehr gut. Siebter Kill. Und jetzt nur noch der Komet. Hoffentlich für ihn, dass der Komet nicht in seinen Cap fährt. Weil so schnell ist er nicht. Beziehungsweise, dass er jetzt schnell in den Cap vom Kometen kommt. Weil da muss er den Komet entweder lockt den damit. Oder er gewinnt es einfach durch den Cap selber. Aber der Komet, nein, kommt jetzt schon von hinten. Geht nicht auf beim Schießen. Nochmal ein Hit. 164 lediglich. Prallt jetzt ab. Wahnsinn, dass der da nicht aufgeht. Aber noch einen doofer High Roll und er ist auch dann sogar zerstört. Also mit vielleicht ein Hit, den er noch abbekommen kann. Ah, jetzt trifft er nicht. Der Komet haut weiter hier drauf auf seinen Turm mit Premium-Munition, aber scheitert gerade daran. Jetzt hat er den nächsten Schuss gleich. Komet will jetzt abhauen. Er fährt Gott sei Dank nochmal links und da bekommt er den Kill, weil der Komet nochmal abbiegt. Ja, Glück gehabt für ihn, dass er hier den Kometenspieler gut sich legen hat können, beziehungsweise der Kometspieler ihn die Radley Walters einfach schenken wollte. Der Hit an dem Tiger anfangs, der hat auch gesessen, weil in Summe hat er 6874 Schaden gemacht. Also eine sehr schöne Runde, 8 Kills, was will man mehr? Panzer Ass mehr als verdient. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.